Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Personenschutz, elektrischen Personenschutz. Dieses Mal sprechen wir über die sogenannte Fehlerstromschutzschalter. Ja? Also Fehlerstromschutzschalter. Heute kürzen wir das üblicherweise RCD ab. Residual Current Device. Ja, Fehlerstrom Device. Gerät. Ja. Früher ja, und umgangssprachlich nach wie vor ist der EFI. Ja, der EFI. Fehlerstrom. Fehlerstrom. Ja, EFI-Schalter. Hm? Nur, dass das EFI hört man noch so häufig. Normgerecht ist es RCD. Ja. Wie funktioniert das? Oder was ist ein Fehlerstrom überhaupt? Schauen wir uns das an. Ja, schauen wir uns das an. Ich zeichne jetzt noch einmal so meine Schaltung, meine übliche. Ja. Da ist L. Dann habe ich ein N. Und dann haben wir gesagt, gibt es ein PE, ja, grün-gelb ist der. Das Gelbe zeichne ich jetzt nicht ein. PE. Ja. Irgendwo haben wir wieder unsere Erdoberfläche. Ja. Und der PE und die Erdoberfläche sind ja miteinander verbunden. Das haben wir bei der Nullung schon herausgefunden. Ja? So, da haben wir jetzt den Anschluss L über eine Sicherung zu unserem Gerät wieder, ja, weil es wieder mit einem Widerstand symbolisiert wird. Ja. Das Gerät hat wieder ein Gehäuse, was leitfähig sein kann. Das Gehäuse ist mit dem PE verbunden. So schaut das aus. Tritt kein Fehler auf. Ja? Rinnt der Strom da, der rinnt noch da, eine in mein Gerät, pack, ja? Da raus wieder, da raus und da zurück. Ja? Wenn kein Fehlerfall ist, ist der Strom, der hier hineinrinnt, genauso groß wie der Strom, der hier zurückrennt. Serienschaltung, gell, haben wir geredet, der Strom. Es muss der gleiche Strom sein. Tritt jetzt ein Fehlerfall auf. Ja? Nämlich zum Beispiel hier, dass da eine Verbindung besteht. Ja? Dann rinnt ein Teil des Stromes hier herauf, ja? Und über PE in die Erde. Okay? Weil der PE ist er da rüben irgendwo, ist er da rüben irgendwo verbunden, ja, mit dem Erdspieß haben wir gesagt, oder mit dem Erdungsband, Pflock, Erde, passt. Ja. Üblicherweise schaut das Erdungssymbol übrigens so aus. Gell. So. Das soll das ein bisschen symbolisieren. So, das hier ist der sogenannte Fehlerstrom IF. Ja. Der Fehlerstrom tritt im Fehlerfall auf. Und zwar geht man der dann da rum ab, weil der Strom, der da reinrinnt, teilt sich hier auf in den Strom, der hier zurückrinnt und in den Strom, der gegen die Erde abbiegt. Ja? Und jetzt ist es egal, ob das praktisch über die Schutzerde, über den Leiter ist, oder ob da wieder unser Maxerl ist, der wieder irgendwo sein unbändiges Verlangen nicht bremsen kann und draufgreift. Ja? Auch hier würde der Fehlerstrom dann über diese Person wegfließen. Ja? Auch hier gibt es einen Fehlerstrom, der da gegen die Erde rennt. Ja? Ob der jetzt da rennt, ist einmal wurscht. Ja? Fakt ist, er geht mal hier oben ab. Er geht hier oben ab. Es rinnt mehr Strom hinein, wie wieder herauskommt.
Und genau das nutzt dieser Fehlerstromschutzschalter aus. Der vergleicht, der hat da einen Ring rundherum. Ich habe schon mal erwähnt, dass diese Ströme Magnetfelder erzeugen. Und der Strom, der hineinrennt, erzeugt ein gewisses Magnetfeld in diese Richtung. Der Strom, der herausrennt, erzeugt ein gewisses Magnetfeld in diese Richtung. Ja? Wenn sich die zwei Magnetfelder gegenseitig aufheben und in Summe null Magnet ist, dann ist gar nichts. Ja? Wenn jetzt aber hier ein Magnetfeld drinnen entsteht, dann kann ich das detektieren. Das funktioniert über eine zusätzliche Windung hier. Ja, ich zeige Ihnen das noch ein, man braucht das jetzt nicht hundertprozentig verstehen. Ja, dann ist da ist praktisch eine zusätzliche Windung. Wenn da drinnen ein Magnetfeld ist, wird in dieser Windung Spannung induziert und da rinnt der Strom und dieser Stromfluss öffnet man da einen Schalter. Okay? Dieser Vergleich zwischen hinein- und herausrinnendem Strom, das ist genau das, was dieser Fehlerstromschutzschalter erzeugt. Ist es nicht gleich, entsteht ein genügend großes Magnetfeld. Dieses Magnetfeld erzeugt in einer zusätzlichen Windung einen Strom und der Strom, bock, wenn der stark genug wird, der Strom, dann gibt es da irgendwo einen Schalter, der das halt trennt. Okay? So üblicherweise allpolig. So ist es. Ja. Fehlerstromschutzschalter, jetzt sage ich nachher auch ein Bild her, der hat üblicherweise eine Testtaste. Ja. Die Testtaste, die ist dann so eingebaut. Ja. So. Wenn ich drauf drücke, schließt sie das. Ja. Draufstoß schließt sie das. Und der Strom, der zurückrennt, rennt nicht mehr da durch, sondern da außen durch. Und das muss auslösen. Ja. Das ist die Testtaste auf dem Fehlerstromschutzschalter. Und der Fehlerstromschutzschalter jetzt auslöst bei einem Fehlerstrom, der nicht gefährlich ist, ja, also bei 20 mA zum Beispiel, ja, dann schützt er mein Leben. Okay? Das heißt, wenn irgendwo mehr wie 20 mA abbiegen, schaltet er aus, ja? Nimmt mich vom Netz. Ist gut. Ja? Jetzt, warum kommen wir nicht auf die 50 mA? Ich habe gesagt, 50 mA halten wir schon aus. Ja? Weil der braucht ja auch eine Zeit lang zum Abschalten. Ist ja nicht so. Ja? Und wir haben gesehen, ja, dass die Zeit eine kritische Größe ist. Deswegen schalten wir halt schon vor. Wir wollen ja nicht die Leute gefährden, die vielleicht schon ein schwaches Herz haben. Ja? Selektiv. Ja? Puh, der stirbt. Deswegen gibt es da gewisse Vorschriften, wie exakt muss der Fehlerstrom da praktisch eingehalten werden. Okay? So funktioniert der Fehlerstromschutzschalter. Das war elektrischer Schutz, ja? Anlagenschutz, Personenschutz, ja? Die verschiedensten Methoden, was wir kennengelernt haben. Ja? Also den ganzen Aufwand müssen wir treiben, dass Strom halbwegs sicher ist. Ja, und trotzdem passiert es irgendwo. Meistens passieren Stromunfälle, weil irgendeiner nicht aufpasst. Oder weil die Schmelzsicherung mit einem 100er Nagel überbrückt ist. Oder irgend so ein Blödsinn. Ja. Machen Sie das nicht. Punkt. Erstens nicht zulässig, zahlst du alles selber, Versicherung steigt aus. Das also zum Thema elektrischer Schutz in dieser Serie von Videos. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.